Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich zeige euch nur noch die Aufnahme, die was wird. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier den Kampf noch einmal. Ich glaube, es kostet 40 Silberpunkte hier insgesamt gegen das Vieh. Also um das zu machen, kostet es 40 Silberpunkte. Von daher nochmal drauf in der Wetter. So, okay, das waren die 50 Silberpunkte. Okay, und? So, wenn ich die nötigen Silberpunkte habe, dann käme ich nochmal zurück zu dem Gedöns und ab dann zeige ich euch einfach nur, wie es richtig läuft. Dann nehme ich nur noch die Aufnahme, die glückt. Weil das macht mir einfach nur tierisch Frust, das Ganze. So, jetzt gibt wieder die 50 Silberpunkte. So. Gut, schön. Die Hämmer. Okay. Lass mich durch, du alter Sack. Doch! So, wie viel habe ich? 30 habe ich. Okay. Noch einmal das Ganze. Da muss ich nochmal 10 Mal treffen dann. Und hopp. 9 Mal. 8. Sieben. Sechs. 5, 4, 3, 2, 1 und noch der letzte. So, okay, jetzt habe ich 40 Silberpunkte im Sack, dann speichere ich dort draußen, weil dann kann ich jedes Mal wieder neu laden. So, okay. Probieren wir es jetzt einfach nochmal. Ich zeige euch, wie gesagt, dann die Aufnahme, die funktioniert. Okay. Ansonsten würde ich sagen, wenn das nicht klappt, bis dann, wenn es klappt. Und der sechste Versuch. Das ist so frustrierend. Okay. Gut, dann los. Rechter Arm, ja. Und lachen. Mhm. Okay. Linker Arm. Lachen. Mhm. Lachen. Rechter Arm. Linker Arm. Linker Arm. Linker Arm. Lachen. Linker Arm. Überraschung. Oh, ich nehme 5000 Goldstücke. Okay, ja, das ist in Ordnung. Komm, klonen wir den Konos Haus sei. Oh Gott sei Dank. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Oh, endlich gepackt. Okay, puh. Ich hab do. Nee, do war er nicht. Oh, alter Falter. Chronos Haus. Oh, hallo, Ketzel. Und die Mutter ist auch nicht do. Okay. Ah, doch, da ist er. Hui, und da ist der Chrono-Klon. Was sagt denn die Mutter? Jenna hieß sie. Oh, hallo, wie geht's dem Chrono? Sehr gut, in Ordnung. Ich hoffe, er benimmt sich. Sag ihm das. Kurz die Frage. Ja, was? Wir leihen uns die Bob, okay? Nehmen Sie, ihr Liebe. Okay, den nehmen wir doch. Den Klon erhalten. Alter Faller, und geraten ja nicht in Schwierigkeiten. Wir doch nicht. Wir haben ja auch nur die Königin aus der Zeit und, die Königin, sag ich, die Prinzessin aus der Zeit und der Markus von vor 400 Jahren dabei, also passt schon. Gewitter erleid.
So, jetzt gehen wir nochmal in die Zukunft zum Balthasar. Boah, erstmal einen Schluck Wasser. Ne, ich muss euch aber echt sagen, ohne Scheiß. Ich muss euch echt mal sagen, die letzten drei Episoden waren meiner Meinung nach wirklich nur Frust pur. Also da habe ich echt keinen Spaß mehr am Spiel gehabt. Das war jo rumgestolper von M-Scheißdreck zum nächsten. Zum M-optionalen Gegner, den ich entpack, zum nächsten. Wo man null vorgewarnt wird. Dann der Scheiß noch auf Lenas Platz. Da habe ich mir jetzt auch unglaublich schwer getan bei dem ganzen Grotte-Scheiß da. Und jetzt bin ich immer gespannt, was kommt. So, basteln wir wieder einen Chrono zusammen, Balthasar, mit einem tollen neuen Körper. Zum Todesgipfel ist die Kraft zum Leben zu finden. Um die zu aktivieren, muss der dir Verstorbene wichtig, dass Raumzeitkontinuum sei. Man braucht einen Bob, exakt fertig die Bob von der Person. Zum Klon halt. Na dann kann ein Chrono-Trigger magisch wirken. Genug. Zeit ist für euch, kommende Todesgipfel zu besteigen. Da werden er euren Freund retten können. Welche Programm, was ich in der Speicherbank von der Kreatur implantiert habe, hilft euch, den Berg zu bezwingen. Zurücktrete! Okay. Was hast du jetzt für uns? Was kommt denn da jetzt? Programm wird ausgeführt. Okay. Programm wird ausgeführt. Programm wird ausgeführt. Ja, und jetzt? Ah, da kommt er wieder. Und? Die 3 B-Verbände beim Bergbesteigen vom Todesgipfel helfen. End von meiner Nachricht. Jetzt sind wir noch mit dem Lötsche gefallen. Das Programm ist abgelaufen, die Kreatur hat den Zweck erfüllt. Bitte schalten Sie ab und gewähren eure ewige Schlaf. Schalte es am Bauch. Okay. Ja. Wenn er das so will. Bitteschön. Und? Kreatur schläft jetzt jenseits des Stroms der Zeit. Okay, das war's dann endgültig mit Balthasar. Schade eigentlich. Der war ja schon ziemlich nützlich. Von daher schade, dass der jetzt auch weg ist. Aber wenn die Zeit halt vor allem kommen ist, dann ist es halt so. Okay. Aber drüber schwebt noch dieses scheiß optionale Ding. Und jetzt endlich geht's mal weiter in der Geschichte hier. So, komme ich jetzt weiter, ohne dass irgendwas passiert? Lauf los, wenn der Wind abflaut. Und passt auf, wenn er weht. Okay. Interessant. Ja, dann halte ich mich doch mal an dem Baum. Ja, der bringt mir auch sehr viel, der Baum. Toll. Ich hab's richtig drauf. Also ich merke gerade, das ist so richtig mein Spiel gerade im Moment. Hallo? Was soll denn die Scheiße? Was soll denn der Rotz? Du fest halt am Baum. Alter, bin ich dann so dumm für alles heute? 4 Aufnahmen und nix gelingt. Bin doch auch ein Knetkopf. Nix gelingt. Nee, heute gelingt mir echt überhaupt nix. Das ist doch echt zum Kotzer. Wie soll man das jetzt bitte helfen? Ich bin hier in so einem Kack-Rotzbaum. Alter! Da krieg ich eine Krise bei so einem Scheiß. Ohne Witz, da krieg ich echt die Krise. Hämokraftpille erhalte, toll. Toll, großartig. Ja, wenigstens das, ne? Wenn Gott die Tür schließt, macht er Fenster auf. Wenigstens eine Kraftpille habe ich, geil. Leg mich doch am Arsch, ohne Scheiß. Was soll denn diese Rotze? Was bringt mir das? Was bringt mir das jetzt? Ein Rattenarsch bringt mir das. Toll. Okay, ich darf nicht rennen. Na gut. Boah, also manchmal ist das Spiel echt ohne aller Kanone. Also jetzt echt mal. Muss dann das sein? Muss dann das jedes Mal sein? Noch einmal. So. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. So eine verschissene Kotzrotze, das gibt's doch alles gar nicht. So, jetzt bist du dem scheiß Ding. Und du, sind wir jetzt hier sicher? Ja. Aber nur unmittelbar dann. So, renn, 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 Glenn. Und jetzt. Ja, okay. Wow.
Also wir haben es schon richtig weit gebracht, muss ich sagen. Das ist doch schon mal richtig geil. So. Boah, Alter. Alter. Hals wie Keksdos habe ich. So. Und hier. Also Entschuldigung, wenn ich da wirklich wütend werde bei sowas, aber es frustriert mich immens, wenn es nicht so klappt, wie es sollte. Und da ich jetzt wirklich die vierte Episode in Folge echt nur Scheiße gebaut habe, wäre es jetzt mal wirklich langsam Zeit für gute Sache. Also der Teil vom Spiel hat mich schon jetzt immens gefrustet. Aber ich denke, das gehört zu jedem Spiel mit dazu. Boah, wenigstens können wir da was richtig abziehen noch. Gut. Okay, und ich soll da gegen jeden möglichen Gegner hier auch kämpfen. Einen Magierring erhalten, damit ich auch schön aufleveln kann. Ein Magierring, was macht der dann? Wird wahrscheinlich ein Accessoire sein, oder? Magie plus 6. Ja. Und was bringt das Ding nochmal bei ihr? Silberohrringe oder was das war? 25% bei maximales LP. Ja, das ist schon nützlich. So. Okay. Gut. Da muss ich runterklettern dann. Da komme ich aber auch nochmal zu Gegner, die ich bekämpfen sollte. Gute Cracker. Hey. Hör auf. Ich glaube, ich habe irgendwo was verpasst, was Rüstung angeht. Offensichtlich. Und dann auf die Schnur drauf. Und Markus haut drauf. Sehr gut. Okay. Gut. Das läuft jetzt wenigstens auch nochmal. Wie schaut es hier aus? Irgendwas, was wir noch vergessen haben? Nee. Okay. Da können wir hochklettern. Da eventuell weiter. Nicht? Dann hier. Warte mal. Halte mal den Gaul an. Darüber komme ich nicht. Nee, da muss ich wahrscheinlich hier erstmal durch. Also, die drei. Oh, da ist noch einer mit dabei. So ein Gewitterputzer, der Makaber. Machen wir doch mal Feuer auf alle. Gucken wir, wie das wirkt. Ansonsten kann Glenn mal alle heilen hier. Also ich denke, Feuer sollte bei so einem Untoten eigentlich ganz gut wirken. Ja, das sieht ordentlich aus. Gut, wunderbar. Das hat was gebracht. Und Maler hatte Level. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist doch echt schon mal ein Anfang. Aller Hopf. Und hier geht's noch in eine Höhlerei. Und hier haben wir noch einen Reflexring. Ich habe dann Reflex. Ja, magische Verteidigung. Das ist ja schön gut, aber ich habe Reflex gedacht, dass es eventuell zurückschleudert. Okay, hier können wir speichern und uns ausruhen. Einmal in die Unterkunft geschluckt. Dann nochmal speichern. Sehr schön. Okay. Dann könnte ich aber auch nochmal da hochklettern zu der Höhlerei. Ah, da warten schon so zwei Kasper auf mich. Gehen wir mal manuell auf die drauf. Ja, Glenn macht doch schon gute Schade. Machen wir es so. Es zieht jetzt nicht so viel ab, wie gedacht. Und, Scheiße! Was war denn das? Die haben wahrscheinlich verpasst zu haben mit Rüstungen. Oh Mann. Oder ich bin einfach viel zu low-level für den Bereich. Schlägt doch mal dein guter Freund Markus ab. So. Gut, dann ist der auch wieder vollends drauf. Ups. Was ist denn das für ein Mini-Lavos? Ja, Lavos-Leich. Ich hab mir schon gedacht, dass es so ein Scheiß ist. Irgendwie habe ich mir's denken können. Scheiße. Und das ist auch stark wie noch was. Sieht nämlich aus wie eine kleine Version von Lavos. Angriff mit Lavos-Leichstacheln. Boah, fuck.
Also das ist mal wieder was, was ich gleich vergessen kann anscheinend. Hier das Gebiet viel zu schwach mit meiner Rüstung. Irgendwas scheine ich verpasst zu haben. Dann attackier doch mal das Ding hier. Ja, das bringt gar nichts. Okay, ich verstehe es. Okay, ich habe die Dynamik kapiert. Einfach nur auf Dendruff die ganze Zeit. Dann greifen auch die Lavos Stacheln nicht an. Jetzt ist eh zu spät. Okay, ich habe aber die Dynamik kapiert. Ich darf die Stacheln nicht angreifen, sondern sollte mich nur darauf konzentrieren, auf den Krake-Schnabel, was das Vieh hat. Quatsch. Bückungs hoch. So rum. Aber irgendwas scheine ich von der Rüstung her total verpasst zu haben, glaube ich. So, noch einmal. Feuer 2. Probieren wir es nochmal so aus, weil das war doch recht wirkungsvoll. Ach, jetzt nochmal ein Schluck Wasser. Hala hopp. Gut, ich sollte nur auf der Schnabel zielen. Und wenn was ist, Heiler. Boah, der Leich ist schon viel zu übel für mich. So, denn. Ach du Scheiße. Ja, nur auf der Schnabel drauf. Und du solltest uns alle mal heilen. Wenn das irgendwie möglich ist. Nee. Müssen wir auf Glenn warten, wie es aussieht. So, jetzt machen wir nochmal. Doppelkraft. So, gucken wir mal, wie viel das bringt. Und füllt bei jedem. Ah, doch ordentlich auf. Das ist gut. Gut. Und. Okay, das ist noch verkraftbar. Nochmal drauf. Und nochmal drauf. Okay, also manchmal muss man auch einfach nur die Dynamik vom Gegner kapieren. Lavos Seufzer zum Eischläfern gedacht. Okay. Hat offensichtlich funktioniert. Nochmal Sturm Chaos. Und er ist nicht verwirrt, weil er den Talisman trägt. Sehr gut. Als drohende Wetter. Also da kommen wir eher mit physischer Attacke weiter. Jetzt kommt das wieder. Boah, scheiße. Da muss ich jetzt nochmal warten, bis die beide drauf sind. Dann kann ich nämlich wieder alle gut heilen. Ja, Doppelkraft, bitte. Das war ziemlich gut. Und perfekt. Jetzt sind wir soweit wieder auf dem Damm. Ich sollte ihm nichts ausmachen. Sonst doch. Gut. Ich denke, wenn man die Gegnerdynamik auch begriffen hat, ist das halb so schwer nur das Ganze. Okay, sehr schön. Puh, das war's mit dem. Ohne Elixier gibt's auch noch. Und Male hat Leben 2 gelernt. Endlich, jetzt kann die 8 Leute wieder beleben. Das ist gut. Okay, ein Giga-Arm. Das ist wahrscheinlich eine Waffe für Robo. Da komme ich nicht dran an das ganze Zeug. Und hier sind wir wieder irgendwo am Arsch der Welt. Kommen wir dann wieder in die Höhlerei, genau. Einmal Mutschwert erhalten. Ist das für Glenn oder ist das für Chrono? Ist für Glenn. Moment. Zweimal Effekt auf magische Gegner und dasselbe macht auch Ungeheuer. Okay, gut. Hauptsache für Glenn haben wir noch ein bisschen was abstauben können. Magus, mach doch mal bitte Feuer 2, die Viecher. Und Glenn, kümmert dich um das, was noch überleben sollte. Ich denke, überlebt nichts. Das sieht sehr sauber aus, ja. Okay, gut. Wir sind, glaube ich, wieder im Geschäft soweit. Das sieht gut aus wieder. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir von irgendwo anders stieg hier. Halte mal den Gaul an. Wir gerade mal gucken, ob das nicht eventuell von hier geht. Oh.
Hoppla. Markus macht doch denselben Trick 17 Grad nochmal. Und sehr gut. Das scheint doch relativ gut zu wirken bei solchen untoten Gegner. Okay, gut. Können wir da eventuell runterrutschen oder so? Nee. Nee, du auch nicht. Na gut, ich habe gedacht, eventuell könnte ich hier einen Trick anwenden, um dort hinzukommen, aber war wohl nix. Okay. Markus, dasselbe Spiel, dann probieren wir es erstmal mit Gewitter aus. Will mal wissen, ob die Viecher hier auf Jedi-Magie springen. Ja, offensichtlich. Und Markus hat offensichtlich sehr stark die Magie. Frog lernt Quakendruck. Was ist denn das? Gucken wir uns gerade mal an, was das ist. Quakendruck. Mehr Schaden bei weniger LP. Ah, okay. Na gut. Dann können wir hier nochmal Leben 2 wiederbeleben und auffüllen aller AP. Das ist natürlich praktisch. Ja, das sieht jetzt aus, als bräuchte ich das jetzt großartig abzuwenden, aber Markus können wir noch ein bisschen heiler. Na gut, dann weiter hier im Business. Und da kommen wir nur hier. Ah ja, okay. Dann wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Aber trotzdem, du ohne. Ah, da werde ich dann hier durchkommen, nämlich auch. Okay, na gut, akzeptiert. Und wieder abberufen. Alla hopp. So, Markus, sei doch mal so nett. Und kümmere dich um die Freaks hier. Das ist gut. Ruf und der Wetter. Als nein, der hohle Kopf. So ein Labos-Leich ist ja doch nicht so stark, aber die können gut was ausdehlen, habe ich schon gemerkt. Markus hat auch noch Level, sehr schön. Also es ist echt schon heftig, dass die Viecher für ein Leich schon so stark sind. Gut. Dann hier. Auf jeden Fall nochmal in die Unterkunft. Und dann nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, ich mache hier tatsächlich auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yenke.